Jo Leute, Maxstar hier und heute spielen wir Fortnite. Ja Leute, heute spielen wir den Modus Raubzug und zwar hat sich dieser Modus anscheinend, also ist natürlich wieder ein neuer Modus, der gekommen ist und wir werden heute auf jeden Fall diesen Raubzugmodus spielen, Leute. Und ich würde mal sagen, wir legen doch gleich mal direkt los. Wir spielen wieder alleine, natürlich werde ich das Team jetzt nicht auffüllen. Wir spielen auf jeden Fall das Ganze alleine und zwar ist hier natürlich das Ziel, dass man möglichst viele Juwelen einsammelt und wie wir das darstellen oder wie wir das schaffen, ich denke, das wird vielleicht gar nicht möglich sein, weil es auch ziemlich schwierig klingt und wirklich auch nicht gerade einfach ist und vor allem, wenn ich da noch alleine spiele, Leute. Aber ihr wisst, Leute, ich gebe mein Bestes, Leute, und gebe auf jeden Fall nicht auf. Das ist das Wichtigste. Und somit würde ich doch mal sagen, legen wir doch weiter so los. Also, Leute. Ich muss jetzt nämlich einfach geschickt spielen, Leute. Es kommt ja nicht darauf an, dass ich jetzt viel in den Zweikampf gehe und so. Also, es kommt jetzt vor allem darauf an, dass man Juwelen einsammelt. Ich probiere es, Leute, weil die sollten ja in einer Goldruhe sein und natürlich gibt es schon etwas Neues, das man merkt, vielleicht nicht gerade sofort zeigen kann. Es gibt einige Unterschiede natürlich auch selber durch das Update, wo jetzt wieder gekommen ist und so weiter. Nicht vieles, aber wenigstens diesen neuen Spielmodus und so weiter. Und zwar wird es jetzt natürlich auch schwieriger, denke ich, zum Goldruhen suchen mit Juwelen drin. Weil es steht, sie sind im Safe drin und ich meine, der Safe sollte ja die Chest sein, also die Goldruhe. Und von daher denke ich, wird es ein bisschen, wirklich ein bisschen knifflig. Aber trotzdem gebe ich mein Bestes, Leute, und ich würde doch mal sagen, wir landen doch mal direkt hier bei Tilted Towers in der Nähe. Ausnahmsweise möchte ich jetzt mal in der Nähe von Tilted Towers landen, ausnahmsweise. Weil ich weiß nicht, ob es außerhalb viele Goldruhen hat und die sind ja im Safe drin, also gibt es heute auf jeden Fall Juwelensuche. Juwelen, würde ich sagen. Okay, ich glaube, da ist dann der Punkt, wo das Ganze dann hinkommt. Oder ist es in diesen Luftballons? Ich glaube, es ist in diesen Luftballons. Könnte ich mir noch vorstellen. Vielleicht sind sie diesen. Ah, warte mal. Warte mal. Da kommt eine Kiste, Leute. Und vielleicht ist auch mit Safe diese das hier gemeint. Okay, Leute, ich probiere es jetzt mal. Wenn wir da drin eine Juwele finden, ey. Eine Juwele. Das wäre mega, mega nice. Okay, hier drin nicht. Also werde ich mal davon ausgehen, dass sie im Safe drin ist. Und eben der Safe ist natürlich die Chest. So, natürlich bin ich heute auch wieder mit einem neuen Skin natürlich am Start, Leute. Wie es schon wieder dieser Name von diesem Skin heißt, habe ich leider vergessen, aber ich finde ihn trotzdem, dieses Skin, eigentlich noch ziemlich, ziemlich nice. Oh, wir haben ihn. So schön. Wir haben eine Goldruhe gefunden. Okay, das Jagdgewehr möchte ich jetzt mal ablegen, weil das ist unnötig. Mit dem Jagdgewehr kann ich nicht gut spielen. So Leute, ich hoffe euch geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall, richtig gut, denn ich freue mich wieder für meine Community ein neues Fortnite-Video rauszuhauen, Leute. Und ich würde einfach mal sagen, wir beginnen mal richtig mit Action und ich würde doch mal sagen, wir suchen jetzt, bis wir etwas finden, weil irgendwo müssen wir diese Juwelen sein. Die können ja nicht einfach irgendwo im Nirgendwo sein. Irgendwo müssen die ja sein. Hi, warte mal. War da etwas oder habe ich mich getäuscht? War jetzt da? Okay, das sind nur Autos im Moment. Im Moment. Okay, vielleicht müssen wir hier drunter stehen. Ich weiß es nicht. Oh nein, 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 nein! Der Gegner! Okay, ich glaube, der. Ich glaube, der meinte und wusste, was ich genau vorhatte. Ja.
Der hat jetzt anscheinend, irgendein Gegner hat wieder eine Juwele erobert. Also Leute, ihr seht, also ich habe kaum Chancen, hier an diese Juwelen ranzukommen. Und langsam bringt mich das Bild auf eine Idee, Leute. Und zwar heißt das dann wahrscheinlich, dass wir in dieses Auto rein müssen, um diese Juwelen finden. Okay. Also ihr seht, es ist auf jeden Fall wirklich ein Drang und man muss da wirklich jetzt aufpassen. Weil eben, erstens mal, sind da gute Spieler drin und die können mich dann, wenn ich nicht aufpasse, sofort abschießen. Und zweitens bin ich noch alleine im Team. Ich wollte das Team nicht einfach mit fremden Leuten auffüllen. Ich habe jetzt das Ganze mal alleine, bin ich jetzt das mal angegangen. Und so langsam bringt mich dieses Bild auf die Idee, dass dieses Hintergrundbild von diesem Raubzugmodus. Also das heißt, wir müssen in diesen Wagen drin, also in diesen Autos oder Lieferwagen oder was es auch immer sind, wie man die auch nennen will, muss man die also irgendwie öffnen und muss dann das Ganze vielleicht rausholen. Irgendetwas so, Leute. Ich möchte nichts 100% natürlich sagen, weil ich es natürlich auch nicht genau weiß, aber ich probiere es wenigstens, Leute. Ich probiere es. So langsam habe ich das Ganze jetzt auch mit dem Schießen und mit dem Treffen auch mit dem Gegner langsam gesehen. Also ich glaube, das ist für mich wie ein Trainingsmodus. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Okay, die Vorratslieferung beginnt jetzt dann gleich und ich gehe mal zu einer. Ich gehe jetzt mal hier hin. Leute, zu dieser Vorratslieferung. Für die Juwelen. Ich gehe jetzt mal hier hin. Okay, der nächste Gegner ist auch gleich da. Wird jetzt ein bisschen ein Massenkampf wahrscheinlich. Das wird jetzt wirklich ein Kampf, Leute. Es gibt keine Sekunde zum Durchatmen. Ja, toll. Was sage ich? Was sage ich, Leute? Ich glaube, die kommen. Ach, komm schon. Ich will mal lieber hier rauf. Komm. Ach, Scheibe, Mann. Geh doch rauf. Ja, super. Toll. Geh doch rein. Geht nicht. So, dann baue ich mich mal hier zu, bevor mich noch von irgendeiner Seite noch ein Gegner abschießt. Sehr schön. Ja, Leute, da wird wirklich zu fest gekämpft, ey. Aber mir jetzt scheißegal, ich gehe in den Kampf rein. Auch wenn ich nicht mit der Pump so von weiter Distanz schießen kann. Ja, damit war wirklich zu rechnen, Leute. Damit war jetzt wirklich zu rechnen. Sorry, aber das war jetzt gerade wirklich damit zu rechnen. Ob ich heute eine Juwele erreiche, wird schwierig, Leute. Probieren kann man es ja, aber ob ich es erreiche, ist dann die zweite Frage. Probieren kann man vieles. So, ich bin gespannt, wo die nächste Lieferung dann stattfinden wird, sobald diese Partie startet. Anscheinend ist dieser Modus mega beliebt. Ist doch auch mal wieder schön. Am Freitagabend wieder ein schönes Fortnite-Video. Das macht doch Spaß, Leute. Okay. So. Und startet gleich, Leute. Es startet gleich. Jetzt. So, ich bin jetzt gespannt, wo die Lieferungen landen werden. Okay. Dann gehe ich mal hier zu dieser Wüste. Natürlich werde ich jetzt nicht direkt auf die Kiste zufliegen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen sonst zu gefährlich. Ich werde zuerst mal an einem bestimmten Ort mal landen und dann werde
mich aufrüsten natürlich. Und nachher werde ich dann da vorne. Nachher werde ich dann hier vorne probieren, diesen Wagen zu erreichen und diese Juwelen respektive einzusammeln oder respektive zu holen oder wie man es auch immer nennen will. So, jetzt ist die gute Frage natürlich, wo soll ich mich aufrüsten? Wo? Okay, da ist dort sicher nicht. War jetzt aber auch klar. So. Jetzt gibt es wirklich auch keine Sekunde mehr zum Durchatmen, Leute. Ich verschwinde lieber, bevor ich noch abgeschossen werde. Und das steht bereits. Ich sehe sie schon auf der Map, Leute. Ihr seht also, wie viele Gegner das auf die Juwele zukommen. Zuerst wollte ich mal eine Waffe holen. Ich habe jetzt nicht mehr viel Schüsse. Ist jetzt ein bisschen blöd. So möchte ich eigentlich nicht in einem Kampf gehen. Eigentlich ganz und gar nicht. Diese Fluchtwagen treffen gleich in einigen Sekunden ein. Scheibe. Ja, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Ich hoffe nicht, dass er jetzt mich verfolgt. Denn er soll ja froh sein, wenn bald diese Wagen eintreffen, dass ich nicht hier irgendwo, dass er mich hier irgendwo nicht sieht. Okay, das ist gar nicht gut. Sofort auf. Sonst bin ich nicht mehr am Arsch. So Leute, ich werde mich ein bisschen verstecken. Und wenn dann der Gegner kommt, also wenn dann respektive diese. Oh, sie kommt gleich. Sie kommt, Leute. Ja, ihr seht. Ja. Scheibe, Leute, der Gegner war schneller. Jetzt habe ich es gesehen, wie er die Juwele eingesammelt hat. Nee, von hier hinten. Nein, von hier hinten muss ich es gar nicht probieren. Ich wollte mal schnell etwas ausprobieren, aber nee. Aber vielleicht könnte ich die Juwele wieder zurückerobern, wenn ich diesen Gegner erledigen würde. Aber mache ich jetzt lieber mal nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Nämlich, weil ich gesehen habe, dass da natürlich ein Gang. Da spielen ja natürlich die Teams und ich bin ganz alleine. Ich probiere es mal wieder alleine, Leute. Aber ihr wisst natürlich, wie es jetzt funktioniert und wie es natürlich geht. Auch wenn ich keine Juwelen einsammeln kann, Leute. Trotzdem macht es Spaß, für euch wieder ein neues Fortnite-Video rauszuhauen. Das macht mir auch mal wieder Spaß, denn wir haben jetzt eine sehr lange Weile fast nur CSGO gespielt. Ich weiß, manchen ist es schon ein bisschen, also für manche Leute wurde es schon ein bisschen langweilig und so, kann ich verstehen. Aber ich bin froh, dass jetzt wieder ein Fortnite-Update gekommen ist und dass ich jetzt endlich diesen Modus natürlich auch wieder spielen kann. Das macht mir richtig viel Freude. Eigentlich alles Paletti. Ein Gegner hat eine Juwele erbeutet. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich möchte nur. Hallo? Hallo! Oh, ich muss mich sofort einbauen. Ich muss sofort bauen. Ja, von wo kommen diese Gegner, ey? Scheißegal, Leute, ich geh weg. Ich geh weg, ey. Ja! Aha, oh Scheibe. Oh Scheibe. Genau von oben. Genau von oben. Nee, ich gehe weg, Leute. Lol.
Genau. Als ob das der Gegner da hinten war. Als ob. Das finde ich jetzt ein bisschen lächerlich und ich meinte, der sei oben. Na toll. Okay, Leute, ich würde sagen, wir spielen nochmals eine Runde und dann würde ich dann nachher sagen, wenn diese Runde jetzt noch eine Weile dauert und nicht und wir nicht zu früh sterben, dann würde ich dann sagen, beende ich dann nach dieser Runde die Folge. Hat mir auf jeden Fall bis jetzt richtig viel Spaß gemacht, auch wenn ich bis jetzt keine Juwelen erreicht habe. Wenigstens habe ich es probiert, Leute. Und wenigstens weiß ich jetzt, wie ich die wenigstens erreichen muss. Ich muss also diese Autos, also ich muss diese Autos hier, ich muss diese Wagen hier, also Lieferwagen oder Autos, ich nenne die einfach Autos, also diese Autos muss ich erobern. In diesen Autos drin hat es Juwelen. Okay, Leute, gut, dann will ich doch mal sagen, probieren wir es trotzdem. Ich überlege mir, soll ich jetzt für die letzte Runde vielleicht noch mal ein bisschen mehr defensiv spielen oder offensiv, weil es könnte sein, dass wir jetzt wirklich nochmals eine Runde wiederholen müssen, weil eben es geht jetzt wirklich nur fast nur darum, dass man die Juwelen einsammelt, weil es jetzt ein Run ist für die Juwelen. Okay, Vorratsdatum, hier ist eine, okay. Ist eigentlich ein guter Ort, dann könnten wir eigentlich gleich mal bei Pleasant Park, könnten wir gleich mal landen. Da wir das sowieso sehr viele Spieler haben. Also zum an eine Juwele zu gelangen, das wird wirklich in dieser Folge schwierig. Und in diesem Modus weiß ich, dass ich nicht mehr werde, weil da müsste ich schon besser sein in Fortnite. Und ihr wisst ja, ich bin eigentlich nicht gerade der Beste in Fortnite, aber trotzdem macht es mir Spaß für euch, Videos natürlich rauszuhauen. Was läuft, Digga? Was läuft? Was läuft? Ach du heilige Scheiße. Jetzt haben wir aber gute Waffen gezogen. Jetzt sind wir aber perfekt eigentlich aufgerüstet. Ja. Auch nicht gerade der sicherste Ort, aber trotzdem gut überlegt. So, okay, dann werde ich jetzt mal das Ganze mal so machen. Gut. Also die Frage ist jetzt nur, also mit Safe ist nicht die Goldruhe gemeint, Leute, mit Safe ist jetzt wirklich. Sind jetzt diese Autos gemeint? Sorry, dass ich das am Anfang wieder falsch dokumentiert habe. Ihr wisst eben, dass ich fast keine Ahnung habe von Fortnite. Und deswegen habe ich das falsch dokumentiert. Also in diesen Autos, im Safe drin, bei diesen Autos sind die Juwelen. Und nicht bei einer Goldtruhe. Habe ich falsch gesagt, Leute. Sorry auf jeden Fall. So, einen möchte ich jetzt gerne erledigen, wenigstens noch einen Kill machen. Wäre jetzt schon noch mega nice. Ja, genau, der nächste ist gleich dort oben. Super. Total super, oder? Jetzt kann es spannend werden. Wir müssen auch schon wieder in die Zone. Ich könnte auch einfach auf diesen Gegner gehen, der das Lama, also der die Juwele hat. Okay, Leute, ich probiere das mal aus.
steht wieder etwas bereit, Leute. Es steht wieder etwas bereit. Oh, da wird jetzt aber darum mächtig gekämpft. Ja, jetzt hat er sie wieder. Jetzt hat ein anderer Gegner sie erobert. Oh, komm schon! Komm schon! Ja. Okay, Leute, leider konnte ich diesem Gegner die Juwele nicht nehmen. Ich hätte auch einfach den Gegner erledigen können und dann die Juwele nehmen, aber eben, das ist ziemlich schwierig. Ja, Leute, auch wenn ich es am Anfang falsch dokumentiert habe und gar nicht so richtig nachgekommen bin in diesem Modus, hat es mir wieder für euch richtig viel Spaß gemacht, dieses Video zu drehen, und ich hoffe, euch hat es auch trotzdem viel Spaß gemacht, Leute. Und ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Abend und noch ein schönes Wochenende, Leute. Und freue mich fürs nächste Let's Play und würde sagen, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Und nochmals einen schönen Abend. Haut rein, Leute, und tschüss.